Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei True Farm in der Zeitzeugengeschichte von Stefan Schmidt. Ja, René, wir hatten jetzt einen anstrengenden Tag hinter uns. Jetzt haben wir mal geschlafen. Ja, war schon hart. Ja, denk dran, du hast ja das Zimmer in der Mitte, ne? Also zwischen mir und Felix. Zwischen mir und Felix liegt's hier. Ja, richtig. Die Matratze könnte mal erneuert werden, aber sonst alles. Die sind eigentlich neu. Aber der Taus ist ja auch neu. Aber du bist der Erste, auch der drin geschlafen hat. Ja, dann habe ich wohl zu hohe Ansprüche. Ja, kann nur möglich sein. Wir gucken gleich mal, ich weiß nicht, wann Felix, wenn Fritz wiederkommt, dass du noch Arbeitsklamotten von uns kriegst. Ich weiß nicht, wo der die hingeräumt hat, in irgendeinem Schrank. Da kommt nur, wenn vom Teufel spricht. Sollen wir dir was abnehmen? Du hast so vier Einkaufs... Ja, nimm doch auch mal jetzt diese. Danke. Ey, da bist du einmal eingekauft. Oh, jetzt laufe ich hier. Ey, ich helfe dir ja schon. So. Ah. Hast du einiges gekauft? Ja, ich brauche jetzt auch erstmal was. Ja. Eine schöne kalte Cola. Ja. Mm. Fritz, darf ich dir vorstellen? Das ist der René. Hallo. Unser neuer Mitarbeiter. Ja, das freut mich. Hat er dir wenigstens Mindestlohn angeboten, oder? Er hat mir sogar mehr angeboten. Das ist gut, weil normalerweise der ist ein bisschen geizig. Bei Leuten, die ich mag, gebe ich immer was mehr, weißt du doch, Felix. Fritz. Ich muss los. Tö. Nein, Spaß. Du, Fritz. Ja. Du musst mir jetzt wieder sagen, das müsstest du wissen, aber wo hast du die Arbeitsklamotten, die restlichen? Ja, warte, pass auf. Ich sag dir noch was anderes. Ja. Ich meine, ich hätte auch Hosen bestellt, tatsächlich. Und jetzt frage ich mich, warum du deine alte, gammelige John Deere Hose anhast. Ja, das ist das Problem nämlich. Ja. So, René, dann komm mal mit. Ich folge dir unauffällig. Hier in meinem Schrank, warte. Du kannst ruhig reinkommen, ist nicht schlimm. Hier unten in der Tür drin sind die ganzen Klamotten. Da kannst du dir was rausnehmen. Danke dir. Jo. Ich hatte die falsche gegriffen, Pumperler. Ja, das ist nicht schlimm. Ja. Du, noch was anderes. Wir müssen mal zum LKW gehen. Warum? Ja. Ich glaube, die müssen wir in die Werkstatt bringen. Warum? Der eine Mitarbeiter, der Benjamin, den wir hier hatten, ne? Ja. Der hat einen kleinen Unfall gehabt. Was? Guck dir mal die linke Seite hier an. Stefan, wie viele Finger zeige ich? Vier. Es waren zwei. Das ist nämlich die rechte Seite, Kollege. Also, ja, wenn du davor stehst, links. Oh, dann sag das doch. Oh, Alter, das ist ja alles. Ja. Oh. Also ich weiß nicht, also ob man das nochmal reparieren kann. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja. Ja, aber da müssen wir zu Kalle fahren. Kalle ist doch nicht mehr. Ich weiß, aber nur der kriegt das hin. Jetzt stell dir mal vor, wir bringen das Dingen zu dem Pech an den Landhandel. Ja? Ich ruf den Kalle mal an und frag den mal. Warte, ja. Wo habe ich den Hirtenhof? Da. Geht nicht dran. Ja. Kalle geht nicht dran. Ja, das ist schlecht. Oh, dann René, sieht gut aus. Ja, habe ich ihm auch schon gesagt. Also fahren kann man da doch, ich bin da schon mit gefahren, ne? Ja. Fahren kann man damit auf jeden Fall noch, aber man muss es halt reparieren lassen, ne? Ja, dann komm, dann müssen wir einmal zum Landhandel fahren. Geht ja nicht anders. Kalle, kannst du... Ey, da hinten kommt einer angelaufen. Ich mach mal schnell das Tor zu. Bitte Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Hi, Paul. Mich auch zu spüren. Hallo, na? Hallo. Stefan. Wie geht's euch an diesem sonnigen Tag? Warte bitte kurz, Paul. Wir müssen unbedingt den Techniker anrufen. Dieses Tor geht nicht. Geht doch. Kinder. So, ich brauch einen Kaffee. Tschüss. Ich komm mit. Du musst auch den Knopf drücken, ne? Brauchen Kaffee. Bei Kaffee sag ich auch nicht nein. Oin. Okay, irgendwie wollen die keine Aufträge annehmen, scheint mir. Was wollt ihr denn?
einen Auftrag verteilen. Dann schieß los. Wir hätten gern auf Feld 20 Pastinaken. Oh. Die können wir alleine ernten, ne? Ja, da gibt's von der Gemeinde so einen tollen Ernter, damit ist das gar nicht so schlimm. Hab ich gehört. Na, was hab ich verpasst? Nicht viel. Ihr dürft ruhig weitersprechen, warum seid ihr hier? Ja, wir wollen Pastinaken angesät haben. Ach Gott. Ja. Stefan, es ist 10 Uhr. Was hältst du davon? Bierchen? Macht nichts. Ich hab denen schon gesagt, das können die selber ansehen, an Ernten dann. Ja, das ist okay, wenn wir den Ernter auch kriegen können von der Gemeinde. Das ist dann eure Sache. Ja. Ich hab Nein, wir machen das natürlich. Ja, das kriegen wir schon. Ihr habt ja genug Kohle, das heißt ja, ihr bezahlt das ja auch gut. Diesmal sitzt du den ganzen Tag auf der Maschine, schwör ich dir. Ja, wollte ich beim letzten Mal schon, aber da saß so jemand. Oh, ich muss ja das Gerät mal ausprobieren. Ja, aber es gibt auch einen neuen Ernter. Ja, richtig. Der soll viel besser sein, habe ich gehört. Mit Bunker und so. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann, Stefan, du machst das oder was? Also den Auftrag der schon annehmen? Der ist schon eingetragen, ja. Ah, perfekt. Ich fahre da mal die Sämaschine holen. Ja. Neue. Und Jungs, sonst so? Jo. Wir leben uns langsam ein, ne? Fritz, du kannst die Sämaschine für die Pastinaken dann schon mal bestellen, ne? Muss ich wirklich mit dem Landhandel sprechen? Ja. Ich will das aber nicht. Ich rufe einfach bei Kalle an. Ah, beim Rosenberg rufe ich an. Da, ja. Ich rufe beim Rosenberg an. Ich will hier raus. Ja, dann fahr doch. Ich will aber nicht mit dem Traktor fahren. Ah, jetzt. Gut, mit dem. Ja. Wie ist das denn sonst so? Seid ihr gut in Arbeit oder was? Keine Ahnung, ich... Nach dem ganzen Stress am Landhandel bin ich abgehauen und bin einkaufen gegangen. Wo ist denn der René? Er ist drinnen, sich einen Kaffee holen. Oh. René! Ja, ich komm raus. Das ist euer neue Aushilfe, oder? René? Ja, das ist unser neuer Mitarbeiter. Oh. Mach mal Tor auf, René, da fährst du mit. Aber... Dann gib mal alles. Mal unter uns. Fritz, würdest du mal netterweise Tor aufmachen, bitte? Ich hab den Drücker nicht dabei. Ja. Ich mach das. Danke. Aber mal unter uns jetzt. Guck mal, jetzt wird er auch schon wieder Chef. Nur am Rumfahren. Ich nehm den mal mit zum Landhandel, damit er den Landhandel kennenlernt. Ja, dann kannst du ja die Maschine gleich da bestellen. Der lässt sich fahren, das ist noch viel schlimmer. Ich muss mich doch anpassen. Außerdem als Beifahrer kann man sich doch schon mal einen trinken. Hey. Einstellung finden. Ja. Das läuft. René, guck dir nichts von Fritz ab, ne? Nee, keine Sorge. Also, dieses schlechte Omen mit Trinken und so weiter. Man sagt ja immer, kein Bier vor 4. Damit ist doch das Alter gemeint. Und auch wieder. Ah, fessel mit zum Landhandel, lernst du da auch mal die Leute kennen. Aber da ist nämlich unsere neue Sämaschine angekommen. Und ja. Dann können wir die auch eigentlich direkt benutzen. Das klingt nach einem guten Plan. Also hier halt geht's lang zum Landhandel, ne? Hier runter. Hier ist der Landhandel. Hier ist auch gleichzeitig die Werkstatt vom Fahrzeughandel mit drin. Ah, okay. Das ist unsere neue Sämaschine hier. Machst du die mal eben dran? Ja, mach dran. Sämaschine, Start, klar. Ey, warte, ich war noch gerade ein Stück vorne. Gehen wir mal zu Bescheid sagen, damit wir die mitnehmen, wenn wir hier einen finden. Hier drin ist keiner. Siehst du irgendwo welche? Nee. Noch hier drin.
sah die schon ein bisschen zerbröckelt und sowas aus. Nicht, dass wir da Palaver bekommen, wenn wir da einfach... Ach, hallo, Quatsch. Komm rein. Hi. Wir müssen eine Party feiern. Quatsch, finde ich jetzt nicht so schlimm. Na. No. Hallo zusammen. Hallo. Ja. Das mach erstmal. Wollte ich gerade sagen, wir können ja gleich weiter planen. Genau, ich hallo, guck mal, kommt ran, ihr zwei. Wie kann ich euch helfen? Wir wollten dir nur Bescheid sagen, ob wir unsere neue Sälmaschine abholen kommen. Ja. Geld ist auch schon überwiesen. Und ja, könntest du die auch direkt mit Saatgut und so weiter voll machen, bitte? Ja, ja, klar. Komplett voll? Jo. Jetzt fährst du wenigstens auch mal einen vernünftigen Traktor, wa? Weiß ich jetzt nicht. Doch. Also man muss sagen, der Deutz war auch nicht schlecht, wie ich ihn als Leier hatte. Hör mal hier die Kacke auf. Du musst die Klappe aufmachen und dann ganz hinten. Jetzt sag nicht, ich muss den aufklappen. Nein, du musst rückwärts quasi ans Rohr dran fahren. Mike, danke für deinen Restart im 8. Sehr, sehr lieb, dankeschön. Boah, diese Fabrik, ne? Ohne Witz. Ansonsten guck ich mal, wenn du mich dran lässt. Ich bin mal so frei, Guido, ja? Ja, ja. Kann man nicht sein, Alter. Da, gut, ist schon mal drin. Hier hast du eine Stelle, wo halt das Dünger da Dünger reinläuft, weißt du? Ich habe jetzt 5480 Liter Dünger. Warte. Mach direkt die Rechnung fertig, weißt du? Ja, ist gut. So, Verkauf. So, erstmal Dünger und Saatgut. Wie viel Dünger hast du? 5480 Liter. Ja, machen wir 5000, ja. Und Saatgut? 1140. Und 1100. Moin, Chef. So, das wäre Gesamtpreis von 8700. Soll ich direkt überweisen? Ja, mach mal. 8770, ja, mach mal 8700, passt. Wo haben wir dich denn? Ja. Captain, hallo und Gamers Dossi, danke für deine 200 Bits, sehr, sehr lieb, danke schön. Kuss geht raus, vielen Dank. Guten Tag, Guido Pech. Ja, das ist überwiesen, Guido. Danke, hab ich gesehen. Wir sind auch direkt wieder weg. Das ist aber zu viel. Ja. Ist egal, halt den Mund. Ah, okay, alles klar. Guido, ciao. Ja, morgen Guido, bei dir ist ja viel. Siehst du, jetzt hast du den Landteil auch mal kennengelernt. Ja, jetzt weißt du auch ungefähr, wo er ist. Ja. Was wollen die denn jetzt von mir? Da kommt immer ein Channel, Jungs. Kommt immer ein Channel. Dachchen. Hey Wolfgang. Moin, grüße dich, Stefan. Was kann ich für dich tun? Wenn du gerade hier bist, uns ist gerade aufgefallen, wir machen gerade Begehung hier auf dem Landhandel. Ja. Bei einem Gebäude ist hinten der Fluchtweg versperrt. Der Brandschutz nicht gewährleistet. Könntest du noch mal kurz einen Drüberblick werfen, ob das so richtig ist? Hier am Landhandel, meinst du? Genau, hinter einem Produktionsgebäude. Ja, ich drehe mich, dann komme ich wieder runtergefahren. Ja, alles klar. Fährst du, oder? Ja, ich fahre. Danke dir. Ja, Rede, sowas kommt auch schon mal vor, aber da du ja auch Feuerwehrmann bist, weißt du ja auch, was zu tun ist, ne? Ja, das ist richtig. Rede. Im Notfall sperren des Gebäudes. Eben. Überall Rehe unterwegs, das kann so nicht funktionieren. Wer macht denn hier in Rehbach so, sag mal, das Erlösen von Wildtieren und sowas? Das macht das der Polizist immer? Wenn der mal da ist, ja.
Ja, dann rufe ich dann nochmal an. Dann musst du mir eh nochmal einen Bericht schicken. Vielleicht muss die Bürgermeisterin es bald machen. Hoffe nicht. Ja, komm mit, René. Genau, kommt mal mit. Hinter dem Gebäude da hinten. Ich kann nicht so schnell laufen heute. Tut mir leid, ich habe Arthrose. Also gut. So, guck mal hier. Es ist für mich ein Betriebsgebäude, weil eine Produktion drin ist. Und hier ist ja eigentlich ein Ausgang. Ja, der muss auf jeden Fall freigemacht werden. Ja, also es ist... Das ist schon schwierig. Geht so. Nicht. Dann müsstet ihr mal bei euch gucken, Unterlagen, ob hier irgendwo ein Sammelplatz eingetragen ist. Ja, der ist eingetragen. Ist eingetragen? Gut. Ja, ja. Der ist eingetragen. Die Anlage hier eine BMA? Ja. Okay. Der Sammelplatz ist oben, wo ich mich quasi gerade gedreht habe. Der Schotterplatz an Guidos Haus, weißt du? Ah, okay, gut. Da ist der. Ja. Müsste da vielleicht bloß. Naja, feuerwehrtechnisch aber nicht ideal, wenn da die Zufahrt. Ja, die soll, das ist ja mitten auf dem Platz da oben. Okay. Was macht sie? Lebensmittel oben auf dem Dach? Ach, du weißt doch, was hier los ist. Das hast Andi? Ja. Wir müssen die BEG noch mit einschalten. Ich glaube auch. Arbeitsschutz. Ja. Ja, dann haben wir ja einiges. Das macht ihr, da halte ich mich raus. Machen wir auch. Stefan und René war der Name, ne? Ja, genau, ich bin René. Sehr gut. Wolle, Forstamt und Mädchen für alles mittlerweile. Und mittlerweile bist du sogar Leiter der Feuerwehr in Fischtang. Ich? Nee, das nee. Ist Meier. Achso, ja. Der Meier, okay. Ja, das heißt das mit dem Fahnenraden. Ja, ja, alles gut. Aber ich bin nur Notarzt, also ich bin der ärztliche Leiter im Fischtag. Ja, ja, das weiß ich. Du bist ja schon mal hier gewesen, deswegen. Genau, von Freeze da, der wegen seinem Bein nicht zum Arzt gegangen ist und jetzt Probleme mehr hat. Na, aber ist nicht mein Problem. Muss ja jeder selber wissen, ne? Genau. Wo wir dich dann aber gegebenenfalls noch bräuchten, da würden wir dich anrufen, ist bei einem Baumfällen. Ja. Und zwar da hinten an der Halle. Wir gehen sowieso nochmal wieder zurück. Kann ich das gleich mal zeigen, weil dann müssen wir gucken, ob wir den dann Stück für Stück abtragen. Ja. Den kriege ich so sonst nicht gefällt. Ja, dann kommst du wieder mit der Drehleiter oder so. Da vorne ist ein Baum, der erst markiert. Dann kann ich hier auf den Hof fällen, das ist kein Problem. Ja. Wir haben da hinten einen Baum markiert. Den kann ich so rübernehmen. Auf die Wiese, aber dann haben wir hier hinten an der Halle noch einen. Ich muss gucken, ob wir hier durchkommen. Hier an der Seite. Ah, ich gehe jetzt hier lang, hier ist der Platz. Wie viele Anhänger braucht denn der hier? Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Das wäre der Baum hier hinten. Der hier. Ja. Der ist hier unten schon angeknackst. Oh, ja, man sieht es. Man sieht es. Bevor der uns ganz umkracht und auf die Halle stürzt, wenn er in den Wald stürzt, ist nicht das Problem. Ich kann auch hier reinfällen, in den Wald rein, damit würde ich die ganzen anderen Baumbestände schädigen. Ja, nee, lass es. Ich komme gleich mit der Drehleiter. Ja, ich muss erst mal die ganzen Sachen herholen. Pass auf, willst du, dann mach mal so, dann hol du die ganzen Sachen nach hier, fang mit den anderen zwei schon an und wenn du so weit bist, dass du hier dran musst, rufst du mich an, dann komm ich mit der Leiter vorbei. Genau, ich muss auch ein bisschen beeilen, weil ich dann auch wieder nach Fichte rüber muss, deswegen, wir müssen jetzt schnell mit dem Pech sprechen. Ja. Und dann machen wir direkt alles fertig. Ja, komm. Dann lassen wir zu Guido gehen. Genau. Ist ja nichts Schlimmes, auf dem kommen ja auch keine Kosten zu oder so. Gegenteil. Ja. Ist halt ein Privatgrundstück hier. Ja, aber das ist ja, im Endeffekt Auftrag von der Stadt, weil die gesagt hat, wir müssen die kontrollieren lassen, die Bäume, weißt du? Richtig, genau, ist ja richtig. Ist auch ein Gefahrenverzug, deswegen ist es ja auch nicht schlecht. Ja, eben, deswegen kommen ja auch Guido im Endeffekt keine Kosten zu. Das darauf wollte ich hinaus. Hi, Fritz. Hallo. Ach, Fritz. Ich kenne dich ja noch aus Fichtal. Ja, komm, Wolken, lass kurz mit Guido sprechen. Genau. Dir verkauft hab. Ja. Es gibt kein Mischfutter, es gibt nur Mineralfutter. Du verkaufst doch auch TMR, Mischration für Kühe. Nein, nicht mehr, schon seit ewig Jahrhunderten nicht mehr. Es ist alles umgeändert worden. Ah, okay. Dann gibt's dafür aktuell keine Verkaufsstelle mehr, ja? Verkaufen? Ja, wo ich es einkaufen kann. Doch. Bei mir. Okay. Aber die kein Mischrat- Die mischen, ja, ich frage doch gerade nach TMR. Ja, es gab doch eine Umstellung. Mhm. Oh. Ich kann TMR herstellen, aber ja. Ich kann es dir auch gerne schicken, wenn du willst. Das Ding ist aber, dass du es nicht dran.
Hey, wohin? Zum Auftrag. Achso, okay. Machst du den schon? Das hätte ich schon gemacht. Ja. Nee, alles klar. Aber ich sehe gerade, du hast ein Audi da gelassen. Danke. Ja, bitte. Zweite Frage. Wir haben jetzt zwei, drei größere Felder, die... Kollege, verstehst du mich nicht? Doch, 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 doch. Ja, wie willst du das denn selber mischen? Das dauert mir zu lang hier. Wie willst du das denn mischen? Kalle, hast du mal gerade 2 Minuten? Wenn du bei dir nicht reinkriegst. Lass mal runter. Ja. Du, pass auf, Kalle. Wir haben eine kurze Frage an dich. Wenn der Sven nicht da ist hier, ne? Dann läuft der Laden nicht. Deswegen frage ich dich gerade. Ja. Ich weiß, du hast mit dem Fahrzeughandel aufgehört. Ja. Aber unser LKW, der ist vorne rechts kaputt. Und jetzt wollen wir gerne mal wissen, ob der... Was denn da kaputt? Der Kotflügel und die Trittbretter und so weiter. Da hatte der Benjamin einen Unfall mitgehabt. Ja, ist das Kunststoff oder lackiert? Das kann ich dir jetzt gerade aus dem Kopf hinaus gar nicht sagen. Tu mir einen Gefallen, ruf den Fritz mal an, treff dich mal mit dem am Hof, dann guckst du dir das mal bitte an und sag mal, ob man das noch reparieren kann oder nicht, weil ich vertraue dem Guido da nicht. Ja, ich habe ja keine Werkstatt mehr, aber wenn das nicht lackiert werden muss und nichts, na, dann kriegen wir das vor Ort. Nur angucken. Ja. Und dann kommen wir haben eine kleine Werkstatt bei uns am Hof. Ja, ist doch gut. Tu dich mal mit Fritz kurz schließen und dann können wir ja mal gucken. Ja, ist gut, dann fahre ich da direkt mal rüber. Dann, du hast einen gut bei mir, ja? Ja, alles gut. Danke dir. Ja, tschüss. Sojabohnen. Ja, Sojabohnen oder so. Sojabohnen habe ich nämlich gar nichts. Ja, Sojabohnen. Sojabohnen, alles klar. Dann knall ich die Felder mit Sojabohnen voll und melde mich, sobald die durch sind. Ja. Alles klärchen. Gut, dann danke ich dir erstmal. Jo, bitte. Ciao. Jo, tschüss. Ach nee, der Chef immer ein Telefonierleute. Ja, Volker, machst du das mit dem alleine, weil ich muss weiter. Ja, ja, machen wir schon. Gut, alles klar. René, komm, einsteigen. Andreas, ich hol schon mal die Maschinen, ja? Bin gleich wieder da. Dann los, René, dann fahren wir mal schnell zum Hof, weil da ist gegebenenfalls gleich einer, der unseren LKW anguckt. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ja. Wie die Polente hier. Safety Car mitten auf der Straße. Wer weiß, was die Polente schon wieder gefunden hat. Naja. Ah, da ist der Kalle, dann kann ich halt mit dem machen, dann braucht er nicht extra Fritz anrufen, dann kann der da mal eben über den LKW gucken, weißt du? Ja, richtig, vielleicht kann er den ja auch direkt wieder reparieren. Das ist auch unser alter Fahrzeughandel, also Händler hier in Rehbach. Der hat das quasi an den Nagel gegeben und hat gesagt, sich verkauft hat und machen nur Landwirtschaft. Ja, ist doch auch okay. Ja, komm, steig wieder ein, dann brauchst du nicht laufen. Tor braucht 20 Minuten, damit es aufgeht. Ja, das habe ich schon bedauerlicherweise festgestellt. Ja, dann müssen wir mal einen neuen Motor reinsetzen. Ja, definitiv. Also ich hole den LKW mal raus, dann kann er sich direkt mal angucken. So, Kalle, ich habe es jetzt doch selber geschafft. Ja. Schaut dir an, hier die ganze rechte Seite. Oh. Ja. Ja, also diesen Kunststoffteil hier unten können wir einfach tauschen. Okay. Die Trittbretter auch. Okay. Ja, aber die lackierten Teile da drüber. Ja, das ist das Problem. Was willst du damit machen? Ausbessern oder? Ja, am liebsten ja ganz neu, weißt du? Ja, normal, die werden immer unlackiert geliefert, weißt du? Ja, das ist es ja. Ich habe keine Lackierkabine. Ja, da du da alles abgegeben hast, ist auch deutsches Verständnis. Alles gut. Ja. Ich wollte jetzt quasi im Endeffekt deine Meinung noch haben, ob das noch reparabel ist oder eher sagst, Totalschaden.
Ach Quatsch. Nee, der ist ja ein Vielfaches wert. Na ja, gut, dann bringe ich den runter. Weil fahren kannst du damit noch, so ist es nicht. Ja. Du kannst, musst halt nur direkt ins zweite Trittbrett gehen, damit du überhaupt reinkommst. Und die Tür geht, die macht zwar ein bisschen Geräusch beim Auf- und Zumachen, aber dann fährt da einer mal mit, sage ich jetzt mal. Ja, war das denn Versicherungsschaden? Ja, ja. Ach so. Ja, sonst hätte ich gesagt, kannst du es ja auch ausbessern. Nee, wenn, mache ich alles neu. Ja, gut. Nee, das wollte ich eigentlich nur wissen, Kalle. Ja, im Grunde genommen schnell erledigt, ne? Ja, ja. Die Teile können alle schon vorbereitet und lackiert werden und dann ist das nur noch abbauen, anbauen. Ja, ja. Nee, ich werde dem Guido das so sagen und hoffentlich, dass er das schnell macht. Ja. Nee, alles klar, Kalle, das wollte ich schon wissen. Ja. Ja, ist gut. Scheint ja ein bisschen überlastet zu sein. Ne? Ja, Sven ist heute nicht da. Ja, siehste. Ja. Hallo, auf jeden Fall gut bei mir, ja? Ja, gerne, gerne. Alles klar, Karl. Ich danke dir. Ja, dann bis die Tage. Ach, deine Rechnung habe ich bezahlt übrigens. Hab ich gesehen, danke schön. Ja. Dankeschön. Kannst du direkt bei mir nämlich abhaken, weißt du? Ja. Ja, dann schönen Tag noch, ne? Dir auch, Karl, danke. Ja, tschüss. Tschüss, schönen Tag. So, dann haben wir das. Feld 22 Tiefen lockern. Ja, sind sie doch schon satt wieder vorbereiten. Stefan, sollen wir noch schnell einen Kaffee trinken? Ich hab so oder so mir jetzt vor, noch einen Kaffee zu holen. Ich muss noch eine Rechnung schreiben. Hi. Hallo. Können wir einmal die Walze nehmen? Ja, ja, mach. Jo. Neue Rechnung. Rebachhof. Flügen. 22 und 23. So. Rechnung stellen. So. Der nimmt die Walze. Rechnung ist gestellt. Was haben wir denn hier? Drillen. Ach, Gemeinde Rehbach. Zeige Rechnung geteilt. Rechnung. Rehbach. Flügen. 26. Also Rechnung ist aufgestellt. Oder muss 26 noch gemacht werden? Scheiße. Da bringen wir jetzt. Kannst mal eben mitfahren, wenn du willst, nochmal. Ja, steig ein. Ich bringe nämlich jetzt jede Menge Steine, bringen wir weg. Und wenn wir das gemacht haben, geben wir den LKW beim Guido ab. Dann kann er den direkt reparieren. Ja, hoffen wir mal nicht, dass es zu teuer wird. Ja, Versicherungsfall. Ah, dann geht's ja. Ja, ich weiß nicht, was der Benjamin gemacht hat, weißt du, da hieß ja nur, der ist irgendwo gegengefahren, vorne rechts. Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Leben. Aber unsere Steine beim Guido loswerden, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Guido Freezy und hast du nicht gesehen, bei Guido Freezy, bei Tino Freezy vorbei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal rein. Tschüss. Yeah.